Das beste Stück des Mannes wird gern besungen. Beispielsweise in Monty Pythons Der Sinn des Lebens. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. Einer, dem die entscheidenden Zentimeter, wohlgemerkt auf der Rennstrecke, fehlen, ist Formel-1-Star Sebastian Vettel. Lewis Hamilton liegt eindeutig im Größenvorteil, zumindest bei den WM-Punkten. Doch der Ferrari-Star ist dennoch für Spieße aufgelegt. Im zweiten Training von Sao Paulo hat der Deutsche knapp 10 Minuten nach dem Start zwar keine Potenz, dafür aber Potenzialprobleme. Er meldet sich bei der Box und funkt: Zwischen meinen Beinen hängt etwas Loses, also abgesehen von dem Offensichtlichen. Da baumelt etwas zwischen meinen Füßen. Ich wäre stolz, wenn es das wäre, was ihr denkt, aber das ist es nicht. So der Weltmeister. In der Box angekommen, wird das Problem behoben und dann baumelt nichts mehr zwischen den Füßen des Ferrari-Piloten. Außer natürlich das Offensichtliche. Aber das bekommt hoffentlich nur Vettels Ehefrau zu Gesicht. Das Ding an seinen Füßen war übrigens eine Schraube, die ins Cockpit geflogen war und den vierfachen Weltmeister, der in dieser Saison oftmals schlapp wirkt, störte. Der Penis ist ja bekanntlich der beste Freund des Mannes. Entweder er hängt oder er steht zu ihm. Zurück zum Sportlichen. Der Rest des Trainings lief zufriedenstellend für Vettel. Er wird hinter den beiden Silberpfeilen Valtteri Bottas und Lewis Hamilton Dritter. Weniger lustige Worte gibt es von Iceman Kimi Räikkönen, der Probleme mit dem Equipment hat. Ein hartes Rennen steht bevor. Am Sonntag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit zählt beim großen Preis von Brasilien wirklich jeder Zentimeter.